Gleich zwei Bonner Forscher erhalten den Leibniz-Preis. Mathematiker Peter Scholze und Neurowissenschaftler Frank Bratke erhalten beide 2,5 Millionen Euro. Scholze ist mit seinen 27 Jahren der jüngste Leibniz-Preisträger aller Zeiten. Er bedankt sich vor allem bei seinen Kollegen, bei der Universitätsleitung und meinem akademischen Lehrer Michael Rappoport, dem ich unglaublich viel zu verdanken habe und dem ich sehr viel gelernt habe, mathematisch, außermathematisch. Auch Rektor Professor Michael Hoch, Forschungsprorektor Professor Andreas Zimmer und Kanzler Dr. Reinhard Lutz gratulieren dem Preisträger. Es freut uns auch sehr, ich meine die Mathematik, also das ist für uns auch wirklich nochmal richtig Rückenwind. Und das können wir jetzt auch, denke ich mal, für das, was uns bevorsteht, auch jetzt im Laufe der Exzellenzinitiative so richtig auf absolut, das war also die Freude war wirklich doppelt und dreifach. Grund zur Freude hat auch Frank Bratke. Mit ihm stößt der Rektor im Deutschen Zentrum für neurodegenerative Erkrankungen an. Er sieht den Leibniz-Preis auch als Auszeichnung für sein ganzes Team. Wir sind eine Gruppe von 11 Leuten, also so groß wie ein Fußballteam. Und wir haben da 8 verschiedene Nationalitäten. Ja. Und das ist schon wirklich eine tolle Sache. Also wir sind eben attraktiv, eben, also von der Uni Bonn, vom DZNE, also um Leute eben international zu rekrutieren, eben, ne, dass hier wirklich die Besten herkommen. Ne. Und das hat eben auch unsere Forschung so vorangebracht. Bratke ist Forschungsgruppenleiter am DZNE und Professor der Uni Bonn. Und das ist eine ganz tolle Bereicherung, weil ich glaube, wenn man nur forscht und keine Lehre macht, das ist auch ein bisschen dröger. Also ich finde eigentlich gerade die Studenten, die bringen einen auch immer wieder auf Ideen, eben, wo man also überhaupt nicht dran denkt. Ne? Geist, kommt her, komm hier, so der ist am Champagne. Komm hier. Professor Pierluigi Nicotera, wissenschaftlicher Leiter des DZNE, würdigt die Leistung Bratkes. So, I mean, first of all, I mean, what it means for Frank Bratke, I think that's a tremendous achievement. It is, from a scientific point of view, a fantastic example of translational research. So what we mean for translation in neurodegenerative disease means going from the molecular mechanism to the identification of new medicines. And he has done this beautifully.